Ja, moinzen Leute, hallo und herzlich willkommen zum neuen Unboxing. Ja, ein bisschen verspätet. Oh, was ist denn da drin? Arkham Origins Batman? What the hell? Wie zum Teufel? Was macht denn Batman bei mir? Heute ist der erste. 24. Meine Kinder und Apfel, die Taschenbrüder. Batman. 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 Ja. Wie geil ist das denn? Batman. Deine Feinde werden dich prägen. Ja, hoffe ich doch. Dafür habe ich doch bezahlt. Als ob. Geil. Und schaut euch an, der Joker. Und schaut euch an, der Bruce Wayne alias Batman. Ist das nicht geil, meine Leute? Ist das nicht geil? Ist ja wie Weihnachten. Was haben wir denn hier? Warning. Warning, do not open until story complete. Alles klar, das hat er gesagt. Und hier mein Artbook. Batman. Ich bin mir am überlegen, ob ich noch das PS Vita Spiel auch noch dazu hole. Ich meine, das gibt es ja auch als PS Vita. Warning, protect at your own risk. Jim Lee. Ja, natürlich ist es mein eigenes Risiko. Ich öffne, aber... Ja. Das ist das Eigentliche, worum es heute geht. Denn er ist der Mann, den niemand leiden kann. Nightfall Pack. Oh ja. Batman. Oh ja. Oh ja, ich muss euch mal kurz hinlegen. Schaut euch die zwei motzigen Kerle hier an. Batman und Joker. Also das ist ja wieder gesichert wie Fort Knox hier im ganzen Spiel. Ja, noch was. Noch was zur Story erzähle ich euch gleich. So, die Story hat nichts mit Arkham City oder Arkham Asylum zu tun. Denn es erzählt alles, was davor geschah. Also jetzt nicht denken, ja, Leute, wo ist denn hier? Wow. Alter, sieht das geil aus. Oh, ich bin jetzt so perplex gerade. Heilige Scheiße, holy crap, ist es geil. Warum denn so ernst? Sag mir, was mit meinen Eltern passiert ist, Joker.
Warum denn so ernst? Sie sind vielleicht in zwei Stellen und du kannst sie retten, aber du kannst sie nur für eine entscheiden. Sag's mir. Ja, die Szene aus Dark Knight. Ich weiß sie nicht mal originalgetreu, aber ja, ungefähr so ging das ja. Da wurde ja, wo Joker seine Schergen beauftragt hat, halt sein Kollege, das ist ja da Harvey Dent und ja, die andere da entführen sollte und so. Jetzt weiß ich gerade den Namen nicht mehr. Wenn ihr es wisst, könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. Oder wenn ihr auch die Originalszene kennt. Und ja. Ah. Wo ich stehen geblieben war, ist ja das mit der Story. Das hat vorerst nichts mit Arkham City und Arkham Asylum zu tun, weil das spielt alles davor. Ja. Wir werden das wirklich erst öffnen, wenn die Story vorbei ist. Ich mache es auch wieder zu, damit ihr mit Videobeweisgerät werde ich es öffnen, wenn ich die Story durch habe. Ich weiß nicht, ob ich es Let's Playe, aber ich denke schon. Ja, und die Steelbook-Packung sieht auch mega aus, finde ich. Ja, so sieht sie geöffnet aus. Und ja, das war ja der Inhalt, ne? Habe ich euch ja gerade schon gezeigt. Achso, da gibt es noch ein drittes. Hier, das löse ich natürlich jetzt auch gleich ein. Und ja, hier noch das altersehende Booklet. Ziemlich kurz gehalten, wieder mit den Altersfreigaben und so, Peggy und so. Und ja, hier wie es losgeht und alles, wie man es installiert und alles. Ja, ich denke mal, jetzt haben wir den 24. Oktober. Ich denke mal, vorerst werden keine Unboxings mehr kommen. Vorerst. Na doch, klar, na halt, stopp. Halt, stopp. Eins kommt auf jeden Fall noch im Oktober. Am 31. Oktober. Ich sag dazu nur, if you smell what the rock is cooking. Also, Leute, man sieht sich. Bis dann. Bis dann. Und ciao.